Und damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Hier steigen wir ein und haben einen Änderungsantrag vorliegen. Wenn der gewünscht wird, kann er in der Fraktionsrunde, dann machen wir es in der Fraktionsrunde mit. Und in der Fraktionsrunde beginnen heute Bündnis 90 Die Grünen. Frau Filosena. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, worum geht es heute bei der Änderung der Hauptsatzung? Es geht um das Thema Beigeordnete. Beigeordnete haben eine wichtige Funktion in der Kommunalpolitik. Der Stadtrat ist das gewählte Hauptorgan der Gemeinde und gibt die Richtlinien und Grundsätze für die Verwaltung vor. Jedoch arbeiten seine Mitglieder, also wir alle hier 70, ehrenamtlich. Deshalb dürfen Sie, auch wieder wir, Beigeordnete in die Leitung der Verwaltung entsenden, denen der direkt gewählte Oberbürgermeister zwar fachliche Inhalte und Weisungen vorgeben kann, die aber nicht, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, sein Hofstaat sind. Eine ihrer Hauptfunktionen ist es, mit dem Oberbürgermeister die Verwaltung zu leiten, dabei insbesondere fachliche Grundlagen in geeigneten Geschäftsbereichen zu legen und die politische Kommunikation mit dem Rat abzusichern. Die Rolle des Oberbürgermeisters ist dabei, oder sollte es zumindest sein, wie ich aus gegebenem Anlass formulieren möchte, eine überparteiliche Leitung des Rates und das Herbeiführen kluger Gesamtentscheidungen in der Verwaltung. Sachsens kreisfreie Städte sind an Einwohnerinnen und Einwohnern ebenso gewachsen, wie die Aufgaben der Gemeindeverwaltung gewachsen ist. War auch eine Folge der Verwaltungsreform im Freistaat, die damals von CDU und FDP auf den Weg gebracht wurden. Es ist nur folgerichtig, dass auf Druck der Großstädte die Möglichkeit wieder eingeräumt wurde, 8 Beigeordnete zu wählen. Eine 8er-Struktur greift dabei ja auch sinnvoll die eigenen Bedenken auf, die Sie, Herr Hilbert, immer wieder gegen zu große Geschäftsbereiche geäußert haben. Wenn Sie nun, wie Sie es vorhin angekündigt haben, gegen Ihre eigene bisherige Vorzugsvariante in der Vorlage sind, dann unterstreicht das mein Fazit der bisherigen Verhandlungen, die hinter uns liegen, wo ich jetzt nicht gesehen habe, dass einen echten Willen zum Konsens gegeben hätte, sprich darum, eine Lösung zu finden, mit der alle am Verhandlungstisch Sitzenden leben können. Stattdessen scheint sich doch der Kollege Zastrow, der ja da immer ganz anders unterwegs ist, eher zu allem Nein sagt oder nach dem Motto, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Theaterstück oder den Film Frau Müller muss weg, also immer ganz genau weiß, wer aus der Verwaltung weg muss und das ja auch ganz offen kommuniziert. Sie sind angetreten, Herr Oberbürgermeister, als ein überparteilicher Kandidat in der Oberbürgermeisterwahl. Sie haben diese Wahl ja auch gewonnen. Und ich frage mich, ob die Versprechungen, die Sie damals gemacht haben, noch gültig sind. Ich frage auch, interessieren Sie die 38%, die Ihre Konkurrentin von den Dresdnerinnen und Dresdner an der Wahlurne bekommen hat, gar nicht? Und verstehen Sie unter Überparteilichkeit eigentlich den Kurs, den jetzt Herr Zastrow vorgibt? Und mit der von Ihnen, Herr Hilbert, ursprünglich selbst vorgeschlagenen und in jeder Vorlage also, und in der Vorlage auch als bevorzugt gekennzeichneten 8er-Variante sind wir gemeinsam einer Ausgewogenheit und Überparteilichkeit in diesem Rat und in der Beigeordnetenriege jedenfalls deutlich näher als mit dem, was jetzt wieder im Raum steht. Es waren da ja auch so ein paar Überfälle heute geplant, die sind ja nun offenkundig, haben die nicht funktioniert. Deswegen lasse ich den Text weg, ich muss ja nicht Sachen jetzt hier kommentieren, die nicht stattgefunden haben. Deswegen
würde ich es mir sehr wünschen, dass wir uns auf die Ihre ursprüngliche Vorzugsvariante, für die wir dann auch wieder entsprechenden Spielraum am gemeinsamen Verhandlungstisch, an den ich auch gerne wieder mit meiner Kollegin Frau Czarnecki zurückkehre. Und jetzt kommt es mir darauf an, wie wichtig eben sind die eigenen Zusagen, die bisher gefallen sind, und Beschlüsse. Wie sehr kann man sich darauf verlassen? Also wie gesagt, bis heute früh habe ich noch gedacht, das ist die Vorzugsvariante. Das ist sie nun offensichtlich nicht. Und deswegen hoffe ich, dass wir es hier gemeinsam vermeiden, dass Vertrauen in die Politik nachhaltig zerstört wird. Weil das nämlich dann auch eine schwere Hypothek für die weitere Zusammenarbeit in diesem Stadtrat, zum Beispiel beim vor uns stehenden Thema Haushalt, wäre. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion. Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, unsere staatstragenden Parteien im Stadtrat haben mich heute vor eine schwierige Herausforderung gestellt. Was soll ich Neues sagen, wenn ich schon fast alles zu diesem Thema in den letzten Stadtratssitzungen gesagt habe? Wir fassen uns nämlich einmal mehr mit dem Drama der Beigeordnetenwahl. Ja, es ist ein Drama. Und vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit, da wurde vielleicht das aristotelische Drama in 5 Akten behandelt. Das passt hier nämlich ganz gut. Im ersten Akt wurden uns die handelnden Parteien vorgestellt, CDU, SPD, Grüne und Linke, mit ihrem schriftlich fixierten Deal zur Postenverteilung. Daneben in Lauerstellung die FDP und der Oberbürgermeister. Uns wurde ein Platz hinter dem Vorhang zugewiesen, mit leidlich gutem Blick auf die Bühne. Und wie in jedem guten Drama deutete sich damals schon ein Konflikt an. Im zweiten Akt verschärfte sich die Handlung und gipfelte in einen erregenden Moment. Der Oberbürgermeister ließ im August die Beigeordnetenwahl durch sein Veto, seinen Widerspruch, platzen. Im dritten Akt erreichte die Handlung ihren Höhepunkt. Die Beteiligten auf der Bühne zerren an allen Ecken und Enden der zu verteilenden Fälle. Es geht nicht mehr um eine gemeinsame Lösung, sondern nur noch darum, den anderen möglichst viel wegzunehmen und wenig zu lassen. Sollen es bei 7 Beigeordneten bleiben, sollen es 6 werden, damit diese sich 1 Million einsparen, oder sollen sogar 8 Beigeordnete ins Amt kommen, dann würde das Ganze 1 Million mehr kosten. Wir hinter unserem Vorhang sympathisieren offen mit der Reduzierung auf 6 Beigeordnete. Für 1 Million könnte man schätzungsweise eine 3/4 Kilometer Fußweg in Dresden sanieren oder ein paar Nebenstraßen flicken, und das Jahr für Jahr. Da haben die von uns vertretenen Bürger sicher mehr davon als von einem weiteren nach Parteibuch und Nase ins Amt gewählten Beigeordneten. Und jetzt sind wir auch schon im vierten Akt. Nach dem Höhepunkt fällt die Handlung ab. Die Handlung wird verzögert und es baut sich Spannung vor der folgenden Katastrophe auf. In den letzten Tagen zwitscherten die Rathausspatzen besonders eifrig allerhand sehr spannende Gerüchte. Falls die Vorlage zur Änderung der Hauptsatzung heute, ob nun mit der alten, einer neuen oder einer wiedergewonnenen oder sonst einer Mehrheit beschlossen werden sollte, wird das die Handlung meiner Ansicht nach auch weiter verzögern. Mir offenbart sich nämlich kein fachlich sinnvoller Plan hinter der Neuverteilung der Geschäftsbereiche, sondern wieder nur Macht- und Postengezerre. Uns wurden 3 Varianten vorgelegt, 1 für 6, 1 für 7 und 1 für 8 Beigeordnete. Ich habe es ja schon angeführt. Leider bleibt mir jetzt wenig Zeit, das Ganze zu zerpflücken, aber nur so viel. Das Spektrum reicht hier von möglicherweise kulturvoll gendern auf unseren Friedhöfen, über einem dänglichen Beigeordneten, Stichwort Facility Management, weiß keiner auf der Straße, was das überhaupt ist, oder auch der Berücksichtigung persönlicher Steckenpferde aufgrund der doch relativ kurios zusammengesetzten Geschäftsbereiche. Die zur Beschlussfassung vorgeschlagenen und heute im Ausschuss die vorgeschlagene und heute im Ausschuss eilig bestätigte Variante sieht nun tatsächlich 8 teure Beigeordnete vor. Wie gesagt, 1 Million im Jahr. Auf jeden Fall soll es auch künftig 13 Ausschüsse geben, auch einer mehr. Noch mehr neue Posten, noch mehr Steuergeld und das alles ganz schnell mal so übers Knie gebrochen. Was wird der 5. Tag des Dramas bringen? Wann wird er aufgeführt?
Da kommt es entweder zur großen Katastrophe, zum Beispiel den Tod des Helden, oder zu einer Lösung des Konflikts, etwa durch Versöhnung. Wir sind gespannt. Die AfD-Fraktion ist jedenfalls bereit, nun selbst auf die Bühne zu treten und an der Lösung des Konflikts aktiv mitzuarbeiten. Vielen Dank. Ich beantrage abschließend noch punktweise Abstimmung des FDP-Antrages. So, dann machen wir weiter in der Fraktionsrunde mit der CDU-Fraktion. Herr Dr. Brautz. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will gar nicht viel dazu sagen. Wir halten die Variante, die Sie, Herr Oberbürgermeister, jetzt als Vorzugsvariante vorgelegt haben, nach all dem, was in den letzten Wochen passiert ist, als die vernünftige Variante. Und sie macht auch in der Sache Sinn. Die Geschäftskreise sind so verteilt, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen den Aufgabenbereichen, die zu erledigen sind. Man kann natürlich immer noch mehr machen, man kann auch viel weniger machen. Wir wissen aber, dass es durchaus Geschäftsbereiche jetzt schon gibt, die so groß sind, dass sie eigentlich etwas kleiner gehörten. Wir müssen hier zwischen Rat und Oberbürgermeister zu einem Kompromiss kommen. Ich glaube, nach den Verhandlungsrunden, die gelaufen sind, ist das die vernünftigste Variante. Es ist Ihr Vorschlag und auf der Basis, glaube ich, kann man gut weiterarbeiten. Deswegen ist auch die Zustimmung im Ausschuss Allgemeine Verwaltung so gekommen. Das ist eine gute Basis, eine solide Mehrheit. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Beschluss hier auch im Rat trägt und das dann im Anschluss die Basis ist, auf dem wir dann die Verhandlungen weiterführen können. Und ich glaube, es ist die Basis, wo wir dann auch schnell zu einem guten Ergebnis hinsichtlich der Besetzung aller Bürgermeisterposten kommen können. Deswegen, meine Damen und Herren, stimmen Sie diesem Antrag in der Fassung des Ausschusses zu. Und dann haben wir, ich wiederhole es nochmal, glaube ich, eine gute Basis, um hier die Frage der Bürgermeisterpostenbesetzung auch gut über die Bühne bekommen zu können. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Scheubach. Nein, verzichtet. Dann als nächstes Freie Wähler, Freie Bürger. Möchten nicht oder möchten doch? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Possenspiel, was jetzt ja seit einigen Monaten läuft, kulminiert langsam auf dem Höhepunkt. Wie gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an die komplette Diskussion, die im Bundestag, Landtag immer wieder geführt wird, wenn es darum geht, eigene Funde zu verteilen. Apropos Diäten, wird ganz schnell was entschieden. Wenn es danach geht, die Bürger zu entlasten, wird lange, ewig diskutiert. Und hier einen neuen Posten zu schaffen von Bürgermeistern in extrem wirtschaftlich schweren Zeiten, bloß damit sich die sogenannten Demokraten untereinander bedienen können, ist schon mehr als bedenklich. Ich habe es das letztens schon gesagt. Ich bin froh, dass die FDP dieses Spiel scheinbar nicht mitmachen will. Ich kann dem Oberbürgermeister dort nur den Rücken stärken, dass er dieses Schauspiel nie mitmacht. Er hat drei Vorschläge gemacht. Wie gesagt, wir als Freie Wähler durften und wollten auch an diesem Spiel nicht dran teilnehmen, wo einige ausgeschlossen wären, weil ich glaube, wir sind alle von den Dresdnerinnen und Dresdnern gewählt. Und wie es beim letzten Mal schon gesagt hat, hier geht es nie um Personen, die Parteien vorschlagen sollen, sondern sollen Fachleute gewählt werden. Und diese Entscheidung, ich nehme es jetzt schon mal vor, zu der Frage, zu der Wahl der Beigeordneten, diese Ablehnung des Antrags der Dissidenten, die Vorstellung der Kandidaten, zeigt mir eigentlich ganz deutlich, dass es ihnen gar nicht darum geht, die Dresdner zu erklären, was das für Fachleute sind, dass sie sich mal vorstellen können, wo es gerade vielleicht mehrere Kandidaten gibt. Sie haben sich
in verschlossenen Zimmern geeinigt, wollen es so machen. Im Moment sieht es so aus, dass die Union vielleicht verliert. Wie gesagt, wir von denen, die nie mitspielen dürfen, sehen das von draußen, können nur leise lachen, aber eigentlich ist es eine Schande für die Demokratie. Als nächste Wortmeldung die SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Das ist ja spannend, mit welchen Perspektiven hier darüber gesprochen wird, was wir jetzt hier eigentlich zu beschließen haben. Ich wüsste es ehrlich gesagt auch gerne. Offensichtlich scheinen das ja alle ein bisschen anders zu sehen. Ich konnte jetzt aus den Wortbeiträgen schon entnehmen, dass es zumindest gleich einen Änderungsantrag der FDP-Fraktion geben wird, der wahrscheinlich der ist, der vorhin im Ausschuss eingebracht worden ist. Wäre ja schön gewesen, wenn das hier vorher deutlich gemacht worden wäre. Und es ist ja auch schon hinreichend angesprochen worden. Ich habe ja auch regelmäßig in der Zeitung lesen dürfen, dass der Oberbürgermeister ganz viele Vorschläge gemacht hat, um diese problematische Situation, die heute wieder eingetreten ist, zu lösen. Aber irgendwie scheinbar ja doch nicht, weil es ja scheinbar irgendwie doch nicht sein Vorschlag sein wird. Aber das werden wir ja dann noch merken. Im Moment halten wir hier gerade Rede Beiträge und wissen eigentlich gerade nicht so richtig, wozu. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, verstehen zu Recht viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt nicht mehr und ertragen das auch nicht mehr, was hier stattfindet. Und es geht seit Wochen darum, in dieser Stadt eine Blockade zu lösen. Eine Blockade, die durch den Oberbürgermeister hergestellt wird. Und Kollege Schmählich, ich teile zwar inhaltlich komplett die Kritik, die vorhin beim Thema Abstimmung über die Tagesordnung geäußert worden ist, aber nicht, dass der Stadtrat hier tut. Es ist der Oberbürgermeister gewesen, der, deswegen habe ich nachgefragt, wie wir hier verfahren werden, der es runtergenommen hat von der Tagesordnung. Wir als Fraktion haben uns trotzdem entschieden, noch ein paar mehr Sachen auf der Tagesordnung, dieser Tagesordnung dann zuzustimmen. Inhaltlich teile ich diese Kritik durchaus. Aber ja, das haben wir ja als Fraktion sehr deutlich gemacht, wir hätten uns weiterhin an den Tisch setzen müssen und gemeinsam miteinander und mit dem Oberbürgermeister, der den Tischleiter verlassen hat, dieses Problem zu lösen. Und es geht hier nicht um Hü oder Hot. Kollege Zastrow, ist ja spannend, in der Zeitung nachzuverfolgen, am 19.10. letzten Jahres, vor einem Jahr, haben Sie gesagt, die 8er Bürgermeister-Variante, da hat noch keiner von den anderen Fraktionen darüber gesprochen, könnte eine Lösung sein, wenn wir damit die Verwaltung umgestalten. Dann haben Sie irgendwann im Februar gesagt, naja, ob 6, 7 oder 8, ist egal, solange wir die Verwaltung umgestalten. Das ist Hü oder Hot oder ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Rumpelstilzchen, ja, die Geschichte vom Rumpelstilzchen kennt von außen betrachtet, ist es nicht immer ganz leicht zu sehen, wer der Böse und wer der Gute ist. Im Kern stellt es sich oftmals anders dar, als es auf den ersten Blick aussieht. Aber hier geht es darum, wie mit unserer Demokratie in unserer Stadt umgegangen wird. Und ich halte das für fahrlässig. Unsere plurale Demokratie lebt doch davon, dass mehrere Fraktionen sich miteinander an den Tisch setzen und eine Vereinbarung treffen. Und das sind nicht alle Fraktionen, sondern eine Mehrheit von Fraktionen muss einen Weg finden. Unsere Demokratie bedeutet eben nicht, dass es immer zwingend einen Konsens geben muss. Das ist auch völlig illusorisch, weil es mit Antidemokraten keinen Konsens geben kann. So, und jetzt zu dem, was heute im Ausschuss verabschiedet worden ist und dem meine Fraktion hier heute auch zustimmen wird. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch vor kurzem gehabt mit einem älteren, meines Erachtens sehr klugen Mann, der ist mal Oberbürgermeister dieser Stadt gewesen. Der hat mir gesagt, er hält es für den genau richtigen Weg, jetzt diesen Weg zu gehen, 8 Bürgermeister zu schaffen und zwar nicht, um zu gucken, wie ist das eigentlich in der Wirtschaft. Da lese ich, dass man das mit dem Bertelsmann-Konzern vergleicht. Der hätte nur 4 Vorstände. Die 4 Vorstände des Bertelsmann-Konzerns wären eher der Oberbürgermeister bei uns. Und darunter gibt es ein Board, der besteht aus 20 Menschen mit unterschiedlichen Funktionen. Die nennt man CEO irgendetwas. Und ja, die Herausforderungen in unserer Gesellschaft steigen immer weiter. Wir sehen doch selber, wir haben Wohngeldthema, 8, so viele Anträge, dass 3 Monate Bearbeitungszeiten sind in einem Geschäftsbereich, der gleichzeitig noch eine Pandemie bewältigen musste mit dem Gesundheitsamt und ganz, ganz viele andere Herausforderungen zu bewältigen hat. Es ist richtig, die Verwaltungsstruktur jetzt zu hinterfragen und auf mehrere Schultern zu verteilen.
Und vergleichen wir eben bitte nicht Äpfel mit Igeln, Thema Bertelsmann-Konzern, hier geht es um eine Kommunalverwaltung. Wir können auch Äpfel mit Birnen vergleichen. TU Dresden zum Beispiel hat 9 Dezernate mittlerweile. Wir können auch einfach 2 Apfelsorten miteinander vergleichen. Die Stadt Nürnberg, ich glaube, das ist eine sehr vergleichbare Stadt mit Dresden, hat 9 Dezernate, davon 1 des Oberbürgermeisters, also genau auch diese 8 weiteren Dezernate. Und deswegen, bitte lassen Sie uns diesen Weg heute gehen und lassen Sie uns, Herr Oberbürgermeister, gemeinsam zurück an den Tisch kommen und das Thema der Beigeordneten gemeinsam und konstruktiv miteinander lösen. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung für die FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen, ich habe jetzt Frau Frohwieser verstanden. Der 8. Beigeordnete soll bei der Bearbeitung der Wohnangeldanträge helfen. Wie auch immer, der Landesgesetzgeber hat den Städten Leipzig und Dresden vor einiger Zeit die Möglichkeit eingeräumt, einen 8. Bürgermeister, 8. Beigeordneten zu wählen, zu benennen. Wir haben die Möglichkeit, man kann aber, und die Frage stellt sich, muss man auch? Und da bin ich genau bei dem, was Sie dankenswerterweise von mir vor einem Jahr zitiert haben. Wenn wir die Verwaltung besser machen, wenn wir die Verwaltung effizienter machen, wenn wir dazu kommen, dass eine solche Ausweitung unserer Bürgermeisterriege dazu führt, dass wir zu einer ermöglichenden Verwaltung kommen und dass wir dazu kommen, dass wir Probleme, die wir in unserer Verwaltung ganz offensichtlich haben, wenn wir die damit lösen können, dann bin ich bereit, dann sind wir als FDP bereit, darüber nachzudenken. Den Vorschlag haben wir Ihnen gemacht. Und ich sehe da den Bereich Mobilität an allererster Stelle. Wir haben einen Geschäftsbereich, Bürgermeister sitzt hier, der tatsächlich bis über beide Ohren vollgestopft ist mit Arbeit. Das sieht man nicht nur im Ausschuss, sondern sieht man, glaube ich, auch in dem Geschäftsbereich mit einer unfassbar großen Arbeitsmenge, die mit dem Bereich Kultur, bei allem Respekt, überhaupt nicht zu vergleichen ist. Und wir haben in unserer Bürgerschaft auch eine große Unzufriedenheit, übrigens in beiden Lagern, egal wie man das sieht, mit der Verkehrspolitik in dieser Stadt, egal ob es Straßen oder Radwege betrifft, ob es Parken betrifft oder so, ja, historische Projekte wie die Königsbrücker Straße, wer weiß, wann wir die anpacken. Und wenn man dort in die Bürgerschaft das Signal setzen würde, diese Bereiche, die wir nicht auf die Reihe kriegen, bekommen eine besondere Priorität, weil wir sie besonders ausstatten, dann sage ich, dann reden wir darüber. Aber genau nur dann, und da bin ich genau konsequent, Frau Kollegin Frohwieser, genau das wollen Sie ja nicht. Sie wollen den 8. Bürgermeister, um Mehrheiten zu konstruieren. Nichts anderes. Sie selber wollen nichts abgeben. Ich verstehe es ja sogar. Sie wollen Ihre Besitzstände halten, Ihre Pfründe halten. All das, Ihnen geht es in keiner Weise darum, irgendwas für diese Verwaltung zu erreichen, irgendwas besser zu machen. Um nichts anderes geht es Ihnen. Und dass wir dazu nicht bereit sind, habe ich vom ersten Gesprächsmoment an deutlich gemacht. Und übrigens auch der Oberbürgermeister hat genau das immer deutlich gemacht. Liebe Frau Fius-Jene, Sie haben die falsche Variante Ihrer Rede gerade vorgelesen. Sie haben ja offensichtlich Textbausteine für alle möglichen Varianten vorbereitet. Niemals, war die 8. Variante eine Vorzugsvariante. Wir haben immer gesagt, sowohl der Oberbürgermeister als auch wir als FDP, unter Umständen, wenn wir damit einen Erfolg erzielen und die Verwaltung besser machen. Im Wahlkampf waren Sie noch der gleichen Meinung. Sie haben gesagt, ein Weiter-so darf es nicht geben. Sie standen für den Wechsel. Ja, nun lassen Sie es uns anpacken. Weiter-so nicht, wechseln wir. Aber Sie machen nicht mit. Nein, Sie wollen partout alles genauso lassen, wie es ist, im Groben und Ganzen. Nichts wollen Sie abgeben. Das kann, sehr geehrte Damen und Herren, nicht richtig sein. Und Ihren Katzenjammer verstehe ich, keine Frage. Weil Sie müssen was abgeben, aber dann ist es eben so. Und Frau Frohwieser, es mag sein, dass es eine andere Einschätzung gibt mit dem, was die Bürger interessiert. Jetzt hat da jeder ja so sein eigenes Gefühl und vielleicht auch seine eigene Verankerung in der Bürgerschaft und vielleicht haben Sie auch so viel Kontakt in die Bürgerschaft, dass Sie das besser einschätzen können als ich. Mein Eindruck ist aber, dass eines über allen steht. In dieser Situation, in der wir gerade sind und in diesem gesellschaftlichen Konflikten, in dem wir stecken, ernsthaft
über einen neuen Bürgermeister, über einen zusätzlichen Posten nachzudenken. Ah, das passt nicht in die Zeit, beim besten Willen nicht. Das versteht überhaupt kein Bürger. Und ich kenne keinen Bürger, der genau das möchte. Das, was sie wollen, ist, dass wir schlank sind, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und da wäre es auch vielleicht ein richtiges Signal, genau das zu tun, weil wir leisten uns in der Verwaltung hier ja trotz anstehender Krise eine ganze Menge. Wir leisten uns ein neues Verwaltungszentrum. Zu Recht, ich bin dafür. Aber es ist trotzdem ein ganz schöner Schritt, den wir gehen. Wir haben die Anhöfe angemietet. Auch nicht gerade die preiswerteste Variante, die wir haben. Wir starten unseren öffentlichen Dienst, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht aus. Ich glaube, es ist an der Zeit, auch mal irgendwie der Bürgerschaft und denjenigen, die nicht davon profitieren können, auch mal ein Zeichen zu geben, Moment mal, an der Stelle beschränken wir uns. An der Stelle schauen wir uns mal unsere Strukturen an. Und das ist auch unser Änderungsantrag, den ich hiermit einbringe, ob es nicht auch effizienter geht. Sie haben das gesehen, wir haben eine Struktur für 6 Bürgermeister. Das ist, wenn Sie sich ein weißes Blatt davor legen und Ihre eigenen Personen, die... Kommen Sie bitte zum Schluss. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde die Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Debatte der letzten Wochen erfordern, auch wenn es vielleicht viele nicht mehr hören wollen, das Thema einige richtige Stellungen und auch einige Informationen. Zunächst, Herr Oberbürgermeister, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der letzten Donnerstag, als Sie das Ende der Verhandlungen verkündet haben, gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein. Also per Ordre de Mufti einfach die Verhandlungen abzubrechen und zu sagen, alle anderen sind böse und ich gebe jetzt auch auf Kommando irgendwie vor, wie es jetzt weitergeht. Also dieses, sag ich mal, wie soll ich das nennen, dieses autoritäre Verhalten, diese Vorstellung, ich bin jetzt der Chef von Dresden und der Stadtrat hat nach meiner Pfeife zu tanzen und wenn er das nicht tut, dann ist der Stadtrat schuld und jetzt ziehe ich mal durch und zeige mal, wie es richtig geht. Das ist ein Amtsverständnis, das nicht der sächsischen Gemeindeordnung entspricht. Ich tue in dem Zusammenhang, das ist meine Deformation professionell, immer gerne in die Gemeindeordnung gucken. Da steht drin, dass der Stadtrat das Hauptorgan der Gemeinde ist. Das Hauptorgan und nicht der Oberbürgermeister. So, und das ist auch richtig so und das ist auch gut so, weil dieser Stadtrat ist in seiner gesamten Breite von der Bevölkerung von Dresden gewählt. Und ich sage es mal juristisch nicht ganz sauber, er hat eine bessere Repräsentationswirkung, eine bessere Verankerung in der Dresdner Bevölkerung als Sie, Herr Oberbürgermeister. Und jetzt habe ich dann auch gehört, diesen Zungenschlag bei Ihnen, so hat es jedenfalls die Presse wiedergegeben. Naja, wir brauchen ja gar keine Bürgermeister. Wir können auch noch vielleicht nächstes Jahr darüber nachdenken, ob wir Bürgermeister wählen. Wir haben ja fähige Amtsleiter, die können das auch. Und die Bürgermeister gehen ja auch nur zum Sektglasempfang, um das irgendwie zu repräsentieren. Herr Oberbürgermeister, auch diese Forschung entspricht weder demokratischen Grundsätzen noch der sächsischen Gemeindeordnung. Und ich frage mich wirklich, Sie waren selber jahrelang Bürgermeister und Sie sind jetzt 7 Jahre Oberbürgermeister gewählt und ich sage leider Gottes wiedergewählt worden, aber das waren die Dresdnerinnen und Dresdner. Sie müssten es eigentlich besser wissen. Sie müssten eigentlich die Gemeindeordnung kennen. Herr Oberbürgermeister, ich sage Ihnen auch noch mal eines. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Sie sagen, nachdem Sie von der Bevölkerung bestätigt worden sind als Oberbürgermeister, naja, meine zweiten 7 Jahre möchte ich jetzt nicht so zubringen, dass ich mich dauernd ärgern muss. Und ich möchte auch meine politischen Ziele dort irgendwie wiederfinden. Das kann ich nachvollziehen. Das ist ein berechtigtes politisches Anliegen und Sie haben damit auch die Unterstützung eines größeren Teils der Dresdner Bevölkerung. Aber das, was Sie hier jetzt sozusagen abziehen, hat damit mit diesem berechtigten Anspruch aus meiner Sicht nichts mehr zu tun. Faktisch handelt es sich um den Machtmissbrauch einer Kleinstpartei namens FDP, der Sie angehören und Sie lassen sich vom Kollegen Zastrow praktisch wie der Tanzbär durch die Manege führen und sagen dann auch, ja, ich bin ja hier der Vertreter aller Dresdnerinnen und Dresdner. Nein, so ist es nicht. Jetzt ein paar Informationen, was da gerade passiert ist. Es ist sehr interessant gewesen. Aus unserer Sicht ist der 8. Bürgermeister nicht erforderlich.
Er ist nicht erforderlich. Es ist der Versuch, einen Konsens zu finden, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem dieser Konsens in der Bürgermeister-GroKo, zu der wir Dissidenten nicht gehören, noch nicht bestätigt ist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe insbesondere die Grünen nicht. Ich verstehe die SPD nicht, dass sie der CDU wieder entgegengekommen sind. Denn gucken wir uns mal diesen sogenannten Geschäftsbereich an. Digitales und Wirtschaft. Digitales und Wirtschaft, das brauchen wir nicht. Das haben wir jetzt jahrelang nicht gebraucht, da brauchen wir es jetzt auch nicht. Und wir wissen auch, diesen Geschäftsbereich gibt es nur, weil da hinten in der fünften Reihe der Kollege Kaaden auserkoren ist, diesen Posten zu übernehmen. Und Herr Kaaden eben denkt, dass er in diesem Geschäftsbereich eben besonders kompetent ist. Das können wir dann hoffentlich nicht erleben, ob er das wirklich ist oder nicht. So, ich hoffe, dass uns das erspart bleibt. Aber was ich nicht verstehe ist, dass Sie jetzt gerade diesen Antrag vom Kollegen Zastrow, dem wir zugestimmt haben, nämlich hier die Frau Klepsch zu vertagen, also dass dort sowohl die Grünen als auch die SPD dem nicht zugestimmt haben. Weil, ich sage es mal vielleicht für die Dresdner Öffentlichkeit, was bedeutet das denn politisch? Das bedeutet politisch, dass die Linke heute möglicherweise ihre zwei Kandidatinnen, Frau Kaufmann, die unbestritten ist, und Frau Klepsch, die der Oberbürgermeister angeblich nicht wollte, heute durchbekommt. Ja, und dann gucken vor allem die Grünen in die Röhre, weil dann hat nämlich die Linke, Herr Scholbach, überhaupt kein Interesse, die Kandidatin der Grünen, ich meine, sie ist es noch, ich weiß es nicht, Frau Jenigen, dann zu wählen. Ich verstehe nicht, warum die Grünen dieses Spiel mitmachen, aber vielleicht sind sie klüger als ich, vielleicht haben sie eine bessere Erkenntnis, ich wünsche es ihnen herzlich, aber dieses Spiel machen wir Dissidenten nicht mit, deswegen werden wir das auch ablehnen, diese Änderung. Danke. So, jetzt gibt es weitere Wortmeldungen, beginnend Frau Schanetzki, dann Herr Scholbach. Sie haben sich schon viel lange gemeldet. Dann sind Sie wieder von der Rednerliste gestrichen. Und es beginnt von vorne. Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, werte Gäste, ich glaube, in dieser Debatte könnte uns allen etwas mehr Besonnenheit, etwas mehr Nachdenklichkeit und weniger Lautsprecherei gut tun. Wir befinden uns in einer gesellschaftlich sehr herausfordernden Situation. Wir erleben nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Krise. Wir haben Krieg in Europa. Wir erleben massive explodierende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, eine unglaubliche Inflation. Enorme gesellschaftliche Veränderungen, neue Herausforderungen. Und in dieser Situation, denke ich, sollte man nicht im Klein-Klein diskutieren, sondern die großen Entwicklungen im Blick haben und in angemessener Weise auf diese Herausforderungen reagieren. Und diesen Herausforderungen werden wir in Dresden zurzeit nach meiner Auffassung nicht in ausreichendem Maße gerecht. Es ist am 11. August der Versuch unternommen worden, eine funktionsfähige Stadtspitze herzustellen. Und im Vorfeld haben verschiedene Fraktionen miteinander Verhandlungen geführt und haben miteinander einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Und so funktioniert doch Demokratie, meine Damen und Herren, dass wenn eine politische Kraft allein keine Mehrheit hat, dass sie mit anderen politischen Kräften in den Diskurs geht und um Lösungen ringt. Es war eine Lösung gefunden worden, diese Lösung wurde vorgelegt, es wurde ein Amtsinhaber mit absoluter Mehrheit gewählt, der Oberbürgermeister war anderer Auffassung und hat sein Einvernehmen verweigert. Dies hat im Ergebnis dazu geführt, dass wir seitdem in unzähligen Verhandlungsrunden zusammengesessen haben. Auf Wunsch des Oberbürgermeisters mit einem weiteren Verhandlungspartner der FDP-Fraktion. Wir haben sehr, sehr viele Stunden da verhandelt und ich habe in den vergangenen Tagen nachgedacht, wie müsste man denn diese Verhandlungen richtigerweise charakterisieren? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es hatte immer etwas Surreales, weil da mehrere Leute miteinander saßen, die tatsächlich
erkennbar auf ein Ziel, auf eine Lösung hingearbeitet haben und ein Teil dieser Runde destruktiv unterwegs war. Und wenn ich mir das heute anschaue, es liegt ein Vorschlag des Oberbürgermeisters auf dem Tisch, ein Vorschlag, einen 8. Geschäftsbereich einzurichten. Und wenn man sich anschaut, wie er vorschlägt, dass dieser Geschäftsbereich ausgestaltet werden soll, dann sieht man doch, dass die CDU-Fraktion abgegeben hat, dass die Grünen kompromissbereit waren, dass die SPD etwas bereitgelegt hat und auch die Linke. Man sieht, dass dort Bewegung geherrscht hat, dass wir versucht haben, zu einer Lösung zu kommen. Und ich bin nicht der Auffassung, dass man eine Großstadt, eine Halbmillionenstadt mit einem Oberbürgermeister, zwei Bürgermeistern und einigen Amtsleitern durch diese Krise führen kann. Ich bin nicht der Auffassung, dass das langfristig gelingen kann. Wir erleben doch jetzt schon als Stadtrat die Probleme, wo wir im Ausschuss für allgemeine Verwaltung mit dem Bildungsbürgermeister da sitzen, der bemüht ist, aber natürlich adäquat dort nicht agieren kann. Wir erleben einen Petitionsausschuss, wo die zuständige Bürgermeisterin erkrankt ist und kein Ersatz bereitgestellt werden kann und deshalb das von einem Stadtrat geleitet werden muss. Wir haben jetzt eine Situation in der Stadtverwaltung, wo viele, viele Aufgaben gelöst werden müssen und tatsächlich ein Führungsvakuum entstanden ist. Und deshalb ist mein dringender Appell, dass tatsächlich wir zurück an den Verhandlungstisch kehren und dass wir gemeinsam und auf einvernehmliche Lösungen hinarbeiten. Wir können und wir wollen als Stadtrat heute eine Grundlage dafür schaffen, eine Grundlage, indem wir einen 8. Bürgermeister schaffen. Und da muss man doch auch mal die Kirche im Dorf lassen, meine Damen und Herren. Natürlich kann man die Stadt Dresden mit 6 oder mit 7 oder mit 8 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern regieren. Das ist doch nicht die Frage. Man kann in diesen unterschiedlichen Gestaltungen auch vernünftige Lösungen finden. Die Frage ist doch aber hier, dass ganz klar die Ansage gemacht worden ist, es soll eine weitere politische Kraft, eine sehr kleine Kraft in dieser Stadt mit vertreten sein an der Spitze. Das ist der Wunsch des Oberbürgermeisters. Das ist der Ausgangspunkt, weshalb wir hier wieder und wieder zusammenkommen und uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Da wäre es aber auch an der Zeit, dass sich genau diese Kraft auch entsprechend konstruktiv verhält und dass sie gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet und nicht nur Destruktion betreibt. Meine Damen und Herren, der Oberbürgermeister hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Wir aus den soeben genannten Gründen werden wir diesem Vorschlag von Herrn Hilbert unsere Zustimmung erteilen. Und ich hoffe, dass dieser Vorschlag eine Mehrheit findet und dann eine Grundlage sein kann für weitere Gespräche, für Verhandlungen und für eine Lösung in der Sache, sodass wir dann zügig dazu kommen, die Verwaltungsspitze zu komplettieren, und zwar unter Einbeziehung der wesentlichen politischen Kräfte in dieser Stadt, so wie es der Gesetzgeber sich vorstellt, so wie es demokratisch auch sinnvoll ist, dass die wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte an der Spitze der Landeshauptstadt Dresden vertreten sind. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung Frau Frohwieser und dann hatte ich Herrn Aschenbach noch gehabt. Ja. Ja, sehr geehrter Obermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Herr Zastrow, da müssen wir jetzt doch noch mal auf das Rumpelstilzchen zurückkommen. Passen Sie auf, der Müller und die Müllerstochter, die unbedingt Königin werden soll, stellen sich am Ende als die Gierigen heraus. Das kann man jetzt wirklich so nicht stehen lassen. Und ich bin auch nicht mehr bereit, ständig und überall dieses Märchen zu hören. Lesen Sie doch bitte noch mal in der Vorlage, was jetzt hier zum Beschluss steht, was der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat, schon am Titel mindestens mal eines Geschäftsbereichs, jetzt konzentriere ich mich mal auf den anderen, weil Soziales kommen Sie nicht hinterher, der Geschäftsbereich 1, sieht man doch schon im Titel, dass der sich wesentlich verändert. Und jetzt hören Sie bitte auf, ständig zu erzählen, dass wir uns da nicht bewegt
hätten. Der Geschäftsbereich 1 ist einer, von dem zumindest immer behauptet wurde, er wäre zu groß. Das teile ich noch nicht mal unbedingt, aber wir waren immer bereit. Es lag am 11.8. eine Lösung auf dem Tisch, wo wir gesagt hätten, wir können uns vorstellen, aus diesem Geschäftsbereich in einen weiteren neu zu bildenden Geschäftsbereich die IT und den Sport abzugeben. Das war nicht gewollt. Wir haben jetzt eine Variante vorliegen, in der es darum geht, dass aus diesem Geschäftsbereich in zwei andere Geschäftsbereiche der ganze Bereich des Rechtes und der ganze Bereich der IT abgegeben werden. Also jetzt tun Sie doch nicht so, als seien Sie der Einzige, der sich bewegt hat. Sie sagen am Ende immer wieder, Sie wollen den Geschäftsbereich Finanzen und Personal, wie er jetzt dann heißen soll, haben. Und Effizienz, wenn Sie immer von Effizienz reden, tun Sie immer so, dass effizient ist, was wenig ist. Das weiß ich nicht, wo das so funktioniert. Effizienz im Sinne einer funktionierenden Verwaltung ist in allererster Linie mal was, was in der Größenordnung her führbar ist. Geschäftsbereich 1 hatte ursprünglich bisher ungefähr 900 Mitarbeitende. Da scheint man zu dem Ergebnis zu kommen, dass das zu viele sind. Am Ende ist das jetzt ein Kompromiss, der vorliegt. Wie gesagt, ich teile das noch nicht mal unbedingt, weil wenn ich mir ab und zu mal noch, empfehle ich wirklich, das macht Spaß, gucken Sie sich mal den Wahlwerbespot des Oberbürgermeisters an, seine erste Wahlbewerbung. So ziemlich alle Themen, die dort genannt werden als große Erfolge dieser Stadt der letzten 7 Jahre, sind Themen, die im Geschäftsbereich 1 verantwortet worden sind. Mir macht das Spaß, mir das anzugucken. Und ja, Herr Zastrow, Sie können sich kaum vorstellen können, ich spreche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, es wird relativ wenig Stadträte hier im Raum geben, Stadträtinnen, die das nicht tun. Ich komme zugegebenermaßen momentan nicht wahnsinnig viel aus meiner Arbeitsstelle oder aus dem Rathaus heraus. Meine Arbeitsstelle ist aber, ich glaube, mich zu erinnern, der größte Arbeitgeber in unserer Stadt, noch dazu mit 30.000 Studierenden, können Sie sich vorstellen, mit wie vielen Menschen man dort ins Gespräch kommt, die einen ansprechen und sagen, wir verstehen nicht mehr, was hier gerade passiert. Vielleicht ist das auf der Hofewiese anders, aber in den Gesprächen, die ich führe, ist das so. Und ich habe vorhin ja darauf hingewiesen, ich möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, was der Kollege Scholbach gerade gesagt hat. Es geht eben um komplexe Herausforderungen, die mittlerweile unsere Gesellschaft darstellen. Das sehen wir doch momentan in den letzten 2 Jahren, vor was für riesigen Herausforderungen, die wir uns vor 2 Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können, wir als Kommune stehen. Und es geht auch darum, das ist nämlich auch der Job der Beigeordneten, die Bürgerinnen und Bürger, wie ich finde, zu Recht erwarten, dass bei diversesten Außenterminen, seien es irgendwelche Bürgersprechstunden, seien es andere Vororttermine, seien es Bürgerbeteiligungsverfahren, der Oberbürgermeister da ist. Der kann jetzt naturgemäß nie bei all diesen Terminen sein und in der Regel geben sich die Menschen auch zufrieden damit, wenn dann Beigeordnete da sind. Auch das ist wichtig, Repräsentanz in die Stadt hinein, das Gespräch auch der Stadtspitze mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt zu führen. Auch da kann es nicht schaden, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und nochmal, wir waren doch einer Einigung zum Greifen nahe. Dann bleibt man am Tisch sitzen und verhandelt so lange weiter, bis man zu einer Einigung kommt. Wir sind nicht vom Tisch aufgestanden und kommen Sie bitte wieder zurück. Vielen Dank. So, zweiter Versuch, den nimmt Frau Scharnetzky an. Na dann, bitteschön. Nehme ich gerne an. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, Sie merken schon, das ist nicht leicht zu vermitteln, was wir heute hier verhandeln. Ich möchte noch mal so 1-2 Punkte setzen, die ich ganz wichtig fand in den letzten Wochen, denn am Anfang stand da für mich durchaus viel Hoffnung. Was uns nämlich versprochen worden ist von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, ist eine Plattform. Es sollte eine Plattform geben, die für uns alle hier dafür sorgt, dass wir besser kalkulieren können, mit welchen Ergebnissen wir aus einer Ratssitzung rausgehen, die uns weniger abhängig macht von Zufallsmehrheiten, die bessere Absprachen ermöglicht im Vorfeld, die besseren Interessenausgleich ermöglicht im Vorfeld. Das wäre das gewesen, was wir Ihnen auch unterzeichnet hätten, wo sich auch alle dazu bekannt hatten, bevor sie quasi letzte Woche das erstmal abgebrochen haben. Natürlich haben in diesen Verhandlungen, und das war quasi die Plattform und das Papier dazu war der eine Teil, die Geschäftsbereiche, die Aufteilung war der andere Teil, da haben das meine Vorrednerin jetzt schon gesagt, alle deutlich abgegeben. Und wir hatten auch wirklich sinnige Lösungen gefunden und die Lösungen, die heute zum Teil wieder in der Vorlage stehen, und zwar nicht unter der Vorzugsvariante 1a, sondern in 1b und 1c, sind aus unserer Sicht eben nicht sinnig. Denn ein starkes Umweltressort kann nicht so
mal eben Wirtschaft mit nebenbei machen. Das wird im Übrigen aus unserer Sicht auch der Wirtschaft nicht gerecht, sondern ein starkes Umweltressort, gerade in Zeiten des Klimawandels, muss für sich stehen und muss die Themen in diesem Bereich bearbeiten können. Wir als Grüne haben die ganze Zeit nach Verständigung gesucht. Wir haben uns in allen Sitzungen immer wieder kompromissbereit gezeigt. Wir suchen nicht die Konfrontation, und das zeichnet uns als Grüne und unsere politische Kultur sicherlich auch aus. Wir werden natürlich auch weiter mit Ihnen verhandeln, auch wenn ich ehrlich sagen muss, also gerade bei mir persönlich ist in der letzten Woche wirklich Vertrauen kaputt gegangen, und das muss auch erst mal wieder aufgebaut werden. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, dass jetzt immer kolportiert wurde, wir brauchen keine Beigeordneten oder viel weniger Beigeordnete, und dass die Stadtverwaltung ja auch ohne Beigeordnete ganz wunderbar handlungsfähig ist. Kleine Geschichte aus einem Ausschuss, wo der Ausschuss schon nicht mehr handlungsfähig ist, und zwar nicht, weil der Vorsitz fehlt, das könnte man ja noch über Älteste lösen, sondern weil Präsentationen nicht freigegeben werden können durch den Oberbürgermeister und damit die Verwaltung wichtige Fakten im Ausschuss nicht präsentieren kann. Ja, tut mir leid, das wird diese Stadt, das wird dieser Stadtverwaltung nicht gerecht, da müssen wir dringend zu Lösungen kommen und da müssen wir uns verständigen. Ein Punkt möchte ich noch machen, wenn wir dann hoffentlich in der nächsten Ratssitzung doch auch die heute nicht gewählten beigeordneten Posten wählen können. Es ist aus unserer Sicht unerlässlich und es ist auch dem Rat nicht würdig, hier irgendwelche Personen zu wählen, deren Namen zwar vorher durch die Zeitungen kursieren, wo aber überhaupt kein geordnetes Bewerbungsverfahren erfolgt ist. Was ich von Ihnen erwarte, ist, dass Sie Personalentscheidungen vorbereiten, dass uns Biografie, Zeugnisse, Referenzen vorliegen, dass wir in den Fraktionen Gespräche führen können, dass wir uns mit den Personalvorschlägen qualifiziert auseinandersetzen können. Und mit Verlaub, das haben wir mit allen Kandidierenden, die unsere Partner jeweils vorgeschlagen haben, gemacht. Wir hatten zu allen Kandidierenden die Bewerbungsunterlagen, wir haben Gespräche geführt, das waren konstruktive Gespräche, das waren gute Gespräche. Und auf dieser Grundlage sind wir als Fraktion zu einer Wahlentscheidung gekommen. Und das erwarte ich auch, wenn ich hier eine Wahlentscheidung treffen soll. Letztlich kann ich Ihnen nur empfehlen, stimmen Sie bitte dem federführenden Ausschussbericht heute zu. Da haben wir nochmal einen interfraktionellen Änderungsantrag eingebracht, den möchte ich nochmal ganz kurz erläutern. Da geht es nämlich um einen Punkt, den wir vor uns bewusst nochmal in die Ausschüsse zurücküberwiesen haben, nämlich die Umgestaltung und Verkleinerung der Ausschüsse. Es läuft gerade eine große Hauptsatzungsdebatte. Ja, da gibt es durchaus Punkte, wo man darüber reden kann, was noch geändert werden soll und was in welcher Form geändert werden soll. Das aber braucht, wie alles, eine sinnvolle, eine konstruktive, eine vertrauensvolle Debatte, das braucht die entsprechende Ausschussarbeit. Und darum haben wir mit dem Änderungsantrag veranlasst, dass das jetzt an dieser Stelle nochmal rausgestrichen wird, nicht einfach übers Knie gebrochen wird, sondern dass wir uns damit tatsächlich auch dem Stadtrat angemessen auseinandersetzen können und im Übrigen, und das muss ich jetzt auch mal aus ganz persönlicher Perspektive sagen, dem Ehrenamt angemessen, weil die letzten Wochen war das wirklich verdammt viel Ehrenamt, was wir hier reingesteckt haben. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Wortmeldung. Das ist Herr Aschenbach und dann Herr Schmählich. Ich muss sagen, ich kann überhaupt nicht mehr folgen. Was ich glaube anderthalb Wochen hat der Oberbürgermeister verkündet, ich glaube auch zur Überraschung der Verhandlungspartner, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Und hat darauf auch, ich glaube alles, was in der Zeitung steht, besonders wenn da Zitate drum sind, hat auch gesagt, dass er den Stadtrat jetzt entscheiden lassen will, ob 6, 7 oder 8 Bürgermeister. Hat deswegen auch vor einer Woche die Vorlage eingebracht mit den 3 Varianten. Und heute, vor was jetzt, 3, 4 Stunden, hat sich der Ausschuss getroffen, hat sich für Variante 8 Bürgermeister entschieden, hat aber gestrichen, dass die Ausschüsse verändert werden. Und dann hat zu Beginn der Stadtratssitzung der Oberbürgermeister verkündet, dass er diesem Beschluss widersprechen wird, also seinem eigenen Vorschlag. Da würde ich den Herrn Oberbürgermeister bitten, dass Sie das auch mal dann erläutern, was, ne? Cool. Und dann kann ich mir natürlich auch nicht verkneifen, nochmal zu fragen,
Warum die ganze Aufregung? Der Chef hat gesagt, die sind nur da zum Grußwort halten. Als nächster Herr Schmählich. Und dann haben wir den Herrn Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir manche Wortbeiträge so angehört habe, da denke ich, hatte ich so das Gefühl gehabt, das ist hier eine Mediation auf offener Bühne, weil man nicht in der Lage gewesen ist, an einem Verhandlungstisch Ergebnisse vorzulegen. Und da kann man sich immer die Frage stellen bei gescheiterten Verhandlungen, wer ist verantwortlich, wer hat die Hauptschuld? Ich gestatte mir mal einen Hinweis. Es war genug Zeit da, die Dinge, die wir jetzt in der Hauptsatzung meinen, regeln zu müssen, nämlich auch die Frage der Anzahl der Bürgermeister und den Zuschnitt der Geschäftsbereiche, im Vorfeld zu lösen. Da hat sich in diesem Sommer, in dem Fall dann virtuell, aber eine Arbeitsgruppe zur Hauptsatzung mehrfach getroffen. Und meine mehrfache Nachfrage, welchen Vorschlag denn der Oberbürgermeister einbringt in die Änderung der Hauptsatzung, wurde von Herrn Toastmann beantwortet, der Herr Oberbürgermeister bringt keine Vorschläge ein. Also, verehrter Herr Hilbert, dieses Aussetzen ist eine Form von Politikversagen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und deshalb tragen Sie nun mal die Verantwortung und die Hauptverantwortung dafür, dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir offensichtlich sind. Und eine Bemerkung noch zu denjenigen, die hier die großen Herausforderungen und Aufgabenstellungen formuliert haben. Ja, es sind große Aufgaben zu bewältigen. Aber tun Sie bitte nicht so, als ob Sie das mit einem Bürgermeisteramt, dem 8. Bürgermeisteramt, lösen können, der noch einen Mini-Zuschnitt hat, der früher wahrscheinlich im Vorzimmer von Herrn Hilbert erledigt wurde. Also das kann nicht die Lösung sein. Das heißt, wenn Sie schon diejenigen, die jetzt heute im Ausschuss mehrheitlich diesen Vorschlag gemacht haben, hier als großen Wurf darstellen, dann müssen Sie auch den Beweis liefern, wieso es der große Wurf ist. Am Ende wollten Sie nur einen Bürgermeisterposition zuschneiden auf eine ganz konkrete Kandidatenposition, um diesen Kandidaten dann für potenzielle Konkurrenzkandidaturen vom Hals zu haben. Aber wenn wir denn schon über diese Hauptsatzung auch das Verfahren besprechen, dann gestatte ich mir einen Hinweis, der hier bisher völlig zu kurz gekommen ist. Nämlich das Spiel mit dem Feuer von Herrn Sastrow. Die enge Situation, die Nichteinigung innerhalb der Verhandlungsgruppe, so möchte ich sie mal bezeichnen, also die Bürgermeister-GroKo, haben Sie ganz bewusst zu einem gewissen Zeitpunkt ausgenutzt, um hier den Versuch zu unternehmen, thüringische Verhältnisse hinzubekommen. Das ist fatal. Und ich, auch wenn Sie weggucken, Herr Sastrow, diese Verantwortung werden Sie übernehmen müssen. Und der OB? Der OB natürlich. Aber Herr Sastrow war doch im Grunde genommen die ausführende Kraft an dieser Stelle. Und niemand hat sich die Finger dreckig machen wollen. Und dann wurde es so gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich das Skandalöse an diesem Verfahren. Und auch deshalb wäre es notwendig gewesen, hier heute mit einer sauberen Kandidatinnenlösung und mit einer sauberen Hauptsatzungslösung um die Ecke zu kommen. So gesehen bleibt eigentlich am Ende nur stehen, dass hier ein Verwirrspiel getrieben wurde, ohne Konzeption, ein klassischer Fall von Führungsversagen. Das ist dieser Stadt nicht würdig. Und lassen Sie mich aber abschließend noch rechtlich darauf hinweisen, dass ich was überhaupt nicht verstehe. Im Gegensatz zu dem Einvernehmen, welches mit vom Stadtrat gewählten Beigeordneten zu treffen ist, ist die Frage der Verteilung der Geschäftsbereiche in der Gemeindeordnung, nämlich dort in § 55, anders geregelt. Dort steht nämlich, dass der Oberbürgermeister vorschlägt
und das Einvernehmen des Stadtrates dann hergestellt wird. Und genau das ist heute passiert. Nicht mit einem inhaltlich guten Vorschlag, aber der Oberbürgermeister hat Vorschläge unterbreitet. Pardon. Und der Stadtrat, in dem Fall jetzt der Ausschuss, hat praktisch einen Vorschlag aufgegriffen und gesagt, ja okay, wir erklären unser Einvernehmen mit diesem Vorschlag. Und dann stellt sich der Oberbürgermeister hin und sagt, nö, auch wenn ihr jetzt das Einvernehmen erklärt habt, ich widerspreche dem. Zumindest ist das erklärt worden. Ich halte auch das für grob rechtswidrig und ein weiteres schlechtes Beispiel für dieses Possenspiel. Vielen Dank. So, die nächste Wortmeldung, Herr Lippmann, dann Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind immer noch bei Vorlage 1878-22, die ja nun schon in allen Facetten bewertet worden ist. Wir werden trotzdem noch mal einen Blick zurück uns erlauben. In den vergangenen Wochen sind 4 Fraktionen zusammengekommen und haben versucht, das Thema der Struktur und der Bürgermeisterbesetzung für sich zu regeln. 22 Stadträte und Stadträtinnen aus dem Kreis sind dabei außen vorgeblieben. Wir waren mit den Indiskretionen bzw. den Pressemitteilungen abgespeist worden und mussten uns dort unseren aktuellen Stand erarbeiten. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal genau dieses Verfahren scharf kritisieren. Das entspricht nicht einem demokratischen Ansatz, den wir ja in der Gründungsphase der Freien Bürger auch verfolgt haben und der auch bei uns in der Satzung mit drinsteht nach wie vor. Das hätte, so wie es jetzt läuft, hier an dieser Stelle im Plenum passieren müssen. Dafür ist also dem Oberbürgermeister kein Vorwurf zu machen, dass er jetzt zu einem sehr späten Zeitpunkt diesen Weg wählt. Ein anderer Weg ist auch nicht mehr gangbar. Die 4 Fraktionen, die sogenannten haushaltstragenden Fraktionen, was immer das auch ist, die 4 Fraktionen haben es nicht geschafft. Und als ich diese Besitzstandswahrung nicht umsetzen ließ, hat man die 5. Fraktion hinzugenommen. Auch das ist gescheitert letzten Endes. Auch eine Notlösung kam damit nicht zustande. Und insoweit sind wir folgerichtig hier und folgerichtig hat auch der Oberbürgermeister diesen Vorschlag, wie er heute auf dem Tisch liegt, eingereicht. Wohl wissend, dass, und das hat er auch, denke ich, auch öffentlich gemacht, dass dieser Vorschlag eine Zusammenfassung aller Diskussionsstände bisher darstellt. Also der 8. Bereich, weil heftig diskutiert und von einigen präferiert, steht dort so mit drin. Der Oberbürgermeister hat gleichzeitig erklärt, dass er diese Variante für nicht gut hält und aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger kann man das nur unterstreichen. Es ist auf die Kosten hingewiesen worden. Sie stehen auch in der Vorlage drin, über 1 Million per anno. In 7 Jahren sind das 7 Millionen. Euro, Herr Donhauser, das ist eine Turnhalle aus Ihrem Bereich, die man für dieses Geld bauen könnte. Aus dem Grund sind wir konsequent und werden auch beantragen, dass von den 3 vorgelegten Varianten des Oberbürgermeisters die Variante 1c zur Abstimmung kommt, nämlich 6 Geschäftsbereiche zukünftig zu haben. Das ist ausreichend aus Sicht der Verwaltung, aus Sicht des Verwaltungschefs, der es, denke ich mal, am besten einschätzen kann, wie kann man die Verwaltung effizient führen. Dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch und diesen Vorschlag unterstützen wir. Zur Personalbesetzung noch ein Wort, ein allgemeines Wort. Ich denke, bei dem Tableau der Bewerberinnen und Bewerber können wir es uns schlicht und einfach nicht leisten. Hochqualifizierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die also bewiesen haben, dass sie ihren Bereich im Griff haben und die auch in schwieriger werdenden Zeiten diesen Bereich, ihre Bereiche führen können, einfach mal so leichtsinnig aufs Spiel zu setzen und zu sagen, vielleicht haben wir noch einen anderen Vorschlag, einen besseren. Das verurteilen wir ebenso. Ich denke auch, das können wir uns in dieser speziellen Situation, die mehrfach beschrieben worden ist, uns jetzt schlicht und einfach nicht leisten. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung, Herr Wirz, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte,
Ich bin ja nicht an diesen Verhandlungen beteiligt gewesen und musste also von den Brosamen leben, die von dem Tisch der Herren zu den Hunden heruntergefallen sind. Und da fühlt man sich nicht immer so informiert. Also manchmal waren die Zeitungen die besseren Informationspools. Und eigentlich ist es so, ich hätte jetzt erwartet, dass man mich davon überzeugt, nun 6, 7 oder 8 Bürgermeistern zuzustimmen, aber da ist relativ wenig gekommen, sondern es ist in der Tat eine Aussprache über eine Metakommunikation über das, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Und ich habe das schon in der Fraktion gesagt, ich halte das absolut für entsetzlich, was hier passiert. Und gescheitert sind nicht diese Verhandlungen, sondern gescheitert ist einzig und allein, auch nicht die FDP, wir wollen die mal nicht größer machen, als sie ist, sondern einzig und allein gescheitert ist dieser Oberbürgermeister. Das ist ganz klar. Ich habe gesagt, es hat einen Hauch von Weimar. Es hat einen Hauch von Weimar, dass dieser Oberbürgermeister einen Paragraphen in der Gemeindeordnung dazu nutzt, diesen Stadtrat mit einer Minderheit auszuhebeln. Einem Stadtrat, der sich zu großer Mehrheit zusammengefunden hat, der eine gemeinsame Lösung gefunden hat und der diese Lösung auch gebracht hätte. Und das von einem Oberbürgermeister, der ja selber nur mit relativer Mehrheit hier über die Wahl gekommen ist. Der hat keine absolute Mehrheit in der Stadt. Das hätte ihn eigentlich ein bisschen demütig machen müssen und eigentlich auch ein bisschen, ein Stück weit dafür sorgen müssen, dass er moderat auf die Leute zugeht, dass er merkt, was geht. Denn er hat diesen Paragraphen in der Gemeindeordnung, der ihn erlaubt, das Einvernehmen gegen eine überwältigende Mehrheit, eine Wahl von Dr. Lames zu widersprechen oder sein Einvernehmen zu verweigern, er hat es mit einem Ermächtigungsparagraphen verwechselt. Und er lernt aber gerade, und Herr Lippmann, Sie sind nicht außen vor, Sie und die AfD sind ja diese Minderheit, auf diese Blockademinderheit, auf die er sich stützt und die er da nicht beteiligen. Und das lassen Sie sich auch noch gefallen. Das lassen Sie sich gefallen. Also der Oberbürgermeister versucht im Prinzip mit einer Minderheit diesen Stadtrat zu hebeln, den Rest dieses Stadtrates, die er aber gar nicht beteiligt, auch aus Gründen der politischen Hygiene, weil das kann er dann auch nicht an sich ranlassen. Aber das geht in Thüringen nicht, aber in Dresden geht das eben, auch bei der Presse geht das in Dresden, das wird nicht aufgespießt. Und das Tollste war ja noch im Prinzip dieses Papier, was der Oberbürgermeister sich erdreistet hat, diesen Stadtrat vorzulegen. Ein Bekenntnispapier, wie ich es seit DDR-Zeiten nicht mehr gesehen habe, der die Fraktionen über die Wahlperiode hinaus festlegen sollte. Ein absoluter Schlag gegen die Demokratie in dieser Stadt. Er wirft dem Stadtrat vor, alles Mögliche zu verzögern und zu zerreden. Es ist aber nicht Sache dieses Stadtrates, dass die Stadtbahn 2010 25 Jahre braucht, um von Löbtau nach Strehlen und von Strehlen nach Löbtau zu kommen. Es ist Sache dieser Verwaltung und der Landesverwaltung, hier keine Planung hinzukriegen. Das gleiche bei der Königsbrücker Straße. Die liegt seit 2016 fertig beschlossen bei der Landesdirektion. Es geht nichts voran. Es ist nicht Sache dieses Stadtrates, dass Verwaltungsvorlagen in dieser Hilbertschen kunterbunten Bude ein Dreivierteljahr einen Verwaltungsumlauf brauchen, ehe sie mal an diesen Stadtrat gelangen. Das kann überhaupt nicht sein. Und in Wirklichkeit wirft er hier Parteipolitik vor und treibt sie aber bis zum Exzess selber. Und da ist die FDP wieder mit im Spiel. Zastrow muss ja vom Verhandlungstisch weggehen, weil er gar nicht weiß, was seine eigene Fraktion macht. Er selbst will hier, weiß gar nicht, was er will, sein eigener Stadtvorsitzender kandidiert als Kulturbürgermeister. Der Parteivorsitzende der FDP Dresden will hier Kulturbürgermeister werden, während da vorne der FDP-Oberbürgermeister seine Landesvorsitzende hier als Finanzbürgermeisterin installieren möchte. Und das ist ja wohl der Gipfel an Parteipolitik, dass hier Parteifunktionäre installiert werden sollen von einer kleinen Partei, die ja gar nicht die große Masse hat. Und was ist denn das anders als Parteipolitik, die er uns vorwirft? Hier geht es nicht um Fachpolitik oder um den besten Spezialisten, sondern genau das, was der Oberbürgermeister uns vorwirft, treibt er selber zum Exzess. Und das beschädigt diese Demokratie in der Stadt, in einer besonders schweren Stadt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit scheint die Rednerliste erstmal abgearbeitet zu sein. Und vielleicht gestatten Sie mir noch ein paar weniger Sätze zum Schluss, auch aus Sicht des Oberbürgermeisters. Und ich bin ja gewöhnt über die letzten Jahre schon immer wenn Sie unten als Räte nicht weiterkommen, ist immer einer schuld, das ist der Oberbürgermeister. Das ist hier nie anders als in anderen Punkten. Und insoweit ist da auch kollektive Einigkeit dann wieder da. Insoweit kann ich damit und habe ich damit auch leben gelernt. Nur spiegelt nicht alles, was hier gesagt wird, zwingend die Realität der Gespräche wider. Und das habe mich ja sehr zurückgehalten mit öffentlichen Äußerungen. Öffentlich geäußert haben sich in der Regel Teilnehmer des Kreises und nicht der Oberbürgermeister.
Im Ergebnis haben wir, und es ist bei einigen Rednern ja zumindest ganz vorsichtig angeklungen, endlose Runden gedreht, endlose Runden. Und immer wieder erneut sind Vorschläge auf den Tisch gebracht worden. Und die hat tatsächlich der Oberbürgermeister ausgearbeitet und vorgelegt, um zu versuchen, Kompromisse zu finden. Wir haben aber bis zuletzt keine Variante gefunden, wo entsprechend alle Beteiligten sagen, ja, dem stimmen wir zu. Das können wir natürlich noch über viele, viele Wochen weiter fortführen. Die Frage ist nur, wo liegt der Zugewinn? Deswegen habe ich gesagt, wir müssen jetzt zu einer Entscheidungsfindung kommen. Der Oberbürgermeister wird mit eigenen Vorschlägen in den Rat hineingehen. Das macht er heute. Der Oberbürgermeister hat in jeder dieser Runden auch gesagt, er ist in diesen Situationen, wo die Bevölkerung nicht weiß, wie sie die nächsten Rechnungen bezahlen sollen, wo dramatische Anstiege in allen Bereichen sind, wenig euphorisiert, die Stadtspitze weiter auszubauen und dafür entsprechend finanzielle Mittel dafür aufwenden zu müssen. Er hat aber auch gesagt, wenn in einer Demokratie, und Demokratie kostet nun mal auch ein Stückchen manchmal auch Geld und Zeit, es dazu beiträgt, dass damit ein Einvernehmen in einer großen Mehrheit möglich ist, würde er sich einer solchen Lösung nicht verwehren. Nun ist nur die Situation heute, es gibt diese Einvernehmen nicht. Und deswegen sagt auch der Oberbürgermeister für... Habe ich irgendjemanden zur Rede aufgefordert? Also. Der Oberbürgermeister hat gesagt, wenn es eben keine einvernehmliche Lösung gibt, gibt es auch dann keinen Grund, jetzt hier eine Ausweitung des Personaltableaus vorzunehmen. Und deswegen habe ich Ihnen avisiert, sollte die Beschlussfassung jetzt gefasst werden, dass ich mein Einvernehmen an dieser Stelle nicht geben werde. Und ich glaube schon, dass die Bürger wissen, was an Problemen im Moment zu bewältigen sind. Und ich sage, 1 Million Euro sind 20 Personalstellen. 20 Personalstellen, die ich dringend in Wohngeldstelle, im Ordnungsamt, beim Rettungsdienst oder wo auch immer in dieser Verwaltung brauche, wo wir hart auf Kante genäht in allen Bereichen sind. Und ohne, dass es eine Verbesserung in der Arbeit der Verwaltung gibt. Und ehrlich gesagt, das kann der Oberbürgermeister, und der Oberbürgermeister heißt der Kilpert, nicht verantworten vor den Dresdnerinnen und Dresdnern. Und wer das nicht verstehen will oder verstehen kann, tut mir leid. Das habe ich eben auch gespürt in den Verhandlungen, dass wir irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo wir miteinander Gesprächsnoten austauschen, aber nicht Lösungen finden. Und dann muss man entsprechend auch die Konsequenz ziehen. Das habe ich gemacht. Und den weiteren Prozess werden wir dann miteinander heute und in den nächsten Wochen zu gestalten haben. Ich habe auch gesagt, ich werde alles tun. Und das kostet natürlich auch entsprechende Kraft für alle Beteiligten, dass diese Stadtverwaltung trotzdem mit aller Kraft und aller Leistungsfähigkeit die Probleme, die Herausforderungen, die jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger als Dienstleister dieser Stadt zu erfüllen sind, erfüllt, dass die Verwaltung so aufgestellt wird, dass sie da auch die Leistungserbringung ermöglicht. Und daran werde ich wirklich jeden Tag weiterhin arbeiten. So, damit kommen wir zur Abstimmung.
Ich frage noch mal kurz nach. Es war jetzt beantragt gewesen, einmal der Änderungsantrag der FDP, da war beantragt, ihn punktweise abzustimmen. Dann kam noch mal, ich glaube von den Freien Wählern, bin jetzt nicht ganz sicher, die Variante 1c, soll das noch mal separat abgestimmt werden. Dann würde ich insoweit verfahren, dass ich mal Ihren Antrag, die Variante 1c als Abstimmungsgrundlage zu nehmen, als den weitergehenden empfinde. Falls der keine Mehrheit bekommt, würde ich dann punktweise die Änderung der FDP zur Abstimmung stellen. Bekommt auch dieses keine Mehrheit, stimmen wir dann über den unveränderten Ausschussbericht ab. Bekommt es eine Mehrheit, dann natürlich über den jeweils veränderten Ausschussbericht. So, wir kommen damit zur Abstimmung und da ist Änderungsantrag gestellt von den Freien Wählern, die Anlage in dem Beschlusspunkt zu ändern, in Anlage 1a in neu in 1c, also dass jetzt der erste Satz heißt, der Stadtrat beschließt die als Anlage 1c beigeführte Satzung und so weiter. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (23) Ja-Stimmen, 44 Nein, eine Enthaltung, hat keine Mehrheit gefunden. Wir kommen damit dem FDP-Änderungsantrag, den stimmen wir punktweise ab. Also zunächst in Kombination jetzt 1c, sonst geht es ja nicht auf, mit dem Punkt A im Zusammenhang. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (23) Ja, 44 Nein, eine Enthaltung, hat keine Mehrheit gefunden. Und dann in der Kombination mit dem 1b in der Änderung, wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (6) Ja, 58 Nein, 4 Enthaltungen, hat keine Mehrheit bekommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (40) Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit hätte das eine Mehrheit gefunden. Bei den entsprechenden Änderungen der Hauptsatzung betreffend der Geschäftsbereiche ist ja entscheidend, dass das Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister hergestellt wird. Wie ich es auch fairerweise im Vorfeld signalisiert habe, wird von mir das Einvernehmen dazu nichtig geben. Und dann gilt, wie wir das letztens ja auch schon gemacht haben, dass jetzt hier festzustellen ist, durch eine nochmalige Abstimmung des Rates ist der Stadtrat, überstimmt er mit 2/3 Mehrheit, den entsprechenden Oberbürgermeister. Und deswegen darf ich fragen, wer hier zustimmen möchte, dem entsprechenden federführenden Ausschussbericht, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
41 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Das heißt, wir haben 68 stimmberechtigte Mitglieder durch 3 mal 2 wären 45,3, also 46 Stimmen, die notwendig gewesen wären. 41 waren es, damit ist keine Zweidrittelmehrheit hergestellt. Und der Änderung der Hauptsatzung hat entsprechend keine Mehrheit gefunden. Und die entsprechende Willensbekundung auf der Tribüne sind nicht zulässig. Deswegen bitte ich die Kollegen der Sicherheitskräfte, die Sachen zu entfernen und die Kollegen auch freundlich nach Hause zu schicken. Das ist dafür nicht hier zulässig. Mit dieser Entscheidung zum Tagesordnungspunkt 3 ist dann der Tagesordnungspunkt 4 obsolet. Und persönliche Erklärung vermute ich mal. Bitte schön, Frau Schanetzki. Herr Geschäftsordnungsantrag einzustellen. Nee, jetzt. Ich würde vor dem nächsten Tagesordnungspunkt eine Auszeit von, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde beantragen. Halbe Stunde? Halbe Stunde, bitte. Also, ich bitte um Ruhe. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn jetzt beantragt ist, eine halbe Stunde Pause zu machen, dass wir das kombinieren mit der ohnehin stattfindenden Pause dann in der halben Stunde, dass wir jetzt sagen, von 18.10 Uhr bis 18.40 Uhr gehen wir in die Pause und setzen anschließend die Sitzung an dieser Stelle fort. Und Herr Krüger signalisiert Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen, werte Kollegen. Wir werden heute Zeuge einer wahrscheinlich denkwürdigen Sitzung. Die Mehrheit des Rates, und da gucke ich ruhig in beide Seiten, war bereit, heute einige Wahlen durchzuführen. Es liegt in der Natur der Sache, in der Natur der Politik, dass dazu Absprachen stattfinden, dass dazu Verständigungen stattfinden. Diese hat es übergreifend nicht gegeben. Wir wurden heute zu Beginn der Sitzung vom Oberbürgermeister über sein Personaltableau informiert. Für mich ein Vorgang, der fragwürdig ist. Denn auch wenn die meisten der zu wählenden oder der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten uns ja aus ihrer Amtszeit bekannt waren, so waren es doch nicht alle in Gänze. Weiterhin waren wir bereit und haben es in einer Sondersitzung des Ausschusses für allgemeine Verwaltung auch dokumentiert, dass wir bereit waren, dem Vorschlag des Oberbürgermeisters, seinem eigenen Vorschlag, in seiner Vorlage zu folgen und heute uns auf einen Neuzuschnitt der Geschäftsbereiche zu einigen. Das war übrigens auch Konsens in den Beratungen, dass wir gesagt haben, okay, wenn es der Sache dient, haben wir uns auf seinen Vorschlag, auf die Variante 2, das war nicht ein Vorschlag, den wir gebracht haben, sondern es war ein Vorschlag des Oberbürgermeisters, der genau diese 8 Bereiche vorgesehen hat, geeinigt hat. Dann erreichte uns die Mitteilung während der Sitzung, dass der Oberbürgermeister, selbst wenn wir heute wiederum den Beschluss des allgemeinen Verwaltungsausschusses heute hier zur Abstimmung bringen, selbst wenn es ein positives Votum hat, diesem zu widersprechen. Die Begründung haben wir alle gehört. Das kann für uns nur bedeuten, dass jetzt hier an einem heutigen Tag an keiner Einigung gelegen ist und wir heute auch aus unserer Sicht nicht wählen können. Deshalb stelle ich namens der Fraktionen Die Linke, die Grünen und der CDU sowie der SPD den Antrag, die Wahlen heute komplett zu vertagen.
haben wir Herr Laczynski, Gegenrede. Bitte schön. Ja, eine kurze Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag. Herr Krüger hat da relativ ausführlich dargelegt, dass er die Kandidaten, die Vorschläge des Oberbürgermeisters nicht kennt. Ich würde sie vielleicht nur noch mal kurz vorlesen, was die Vorschläge sind. Top 8, Geschäftskreis, Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Frau Dr. Christine Kaufmann. Top 6, Geschäftskreis Ordnung und Sicherheit, Detlef Sittel. Und Geschäftskreis Kultur und Tourismus, Anne-Kathrin Klepsch. Ich frage mich, was Sie die letzten 7 Jahre denn eigentlich gemacht haben. Das sind alles Beigeordnete, die bereits seit 7 Jahren im Amt waren. Also ich bitte Sie. So, es ist ein Geschäftsordnungsantrag gestellt. Nee, gibt es nie. Erstmal, jetzt ist ein Geschäftsordnungsantrag gestellt. Es ist eine Gegenrede erfolgt. Ist so. Laut Geschäftsordnung. Und dann ist darüber abzustimmen. Und Herr Nitsche, wenn Sie weiter Geschäftsordnungsanträge haben, würde ich die danach aufrufen. Aber zunächst ist mein Geschäftsordnungsantrag da. Ist eine Gegenrede erfolgt. Und dann ist darüber abzustimmen. Und es gibt keine punktweise Abstimmung. Es ist beantragt worden, die Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8, die auf der Tagesordnung stehen, zu vertagen. Wird jetzt darüber abgestimmt. Also, wer für die Vertagung ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das kann, glaube ich, nicht ganz stimmen. Also rein optisch, was ich vorher gesehen habe, würde ich mal die Meinung haben, dass hier da die Anlage in der Arithmetik kleine Defizite hat. Und ich sehe, die Kolleginnen wollen es lieber händig auszählen, um auf Sicherheit zu gehen. Also darf ich fragen, wer für diesen Vertagungsantrag geschäftsordnend ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich der Stimme? Also, jetzt die händische Auszählung hat gebracht 45 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Damit wäre der Geschäftsordnungsantrag mit Mehrheit beschlossen und damit die Tagesordnungspunkte 6 bis 8 vertagt. Bevor andere sich zu Wort melden, würde ich dann selber eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten machen. Sehr wohl, das habe ich auch erklärt, kann ein Vorschlag für den vom Oberbürgermeister erst gemacht werden, nachdem die entsprechenden Vorbereitungen stattgefunden haben. Es sind aber auch keine überraschenden Vorschläge gewesen. Und den Akteuren sind sie sehr wohl innerhalb der Woche bereits bekannt gewesen. Uns auch nie in der Sitzung darüber überraschend informiert worden, sondern bereits in der Ausschusssitzung Allgemeine Verwaltung ist darüber informiert worden, wie der Oberbürgermeister darüber gedenkt umzugehen. Also ich war nicht dabei, aber Kollege Donhauser habe ich jetzt kein Misstrauen, dass er das, was er mir signalisiert und was wir vorher abgestimmt haben, auch dort entsprechend vorgetragen hat. Und auch zu Beginn dieser Sitzung habe ich die Ältesten noch einmal zusammengerufen
und bereits darüber, über das Vorgehen informiert. Ich habe bewusst auf die Tagesordnung und der Priorität die Geschäftsbereiche gesetzt, die ich außerordentlich wichtig halte, in schwierigen Zeiten hier auch in eine Besetzung zu bringen. Insofern hat das jetzt heute mit der Vertagung nicht ihren Gleichklang der Einschätzung bekommen. Das nehme ich zur Kenntnis. Aber man soll dann auch in den vorgelagerten Diskussionen, die man lang und breit dazu geführt hat, dann auch nicht so viele Krokodilstränen vorher verweinen, denn das Handeln geht nicht konform mit dem, was jetzt der Antragsstand ist. Und ansonsten werden wir uns dann natürlich jetzt weiter in hoffentlich Lösungsrunden finden, dass wir diesen gordischen Knoten für diese Stadt uns gelingt zu durchschlagen und auch zu einer Lösung kommen. Gut, so, jetzt gehen wir in der Reihenfolge von Geschäftsordnungsanträgen vor. Herr Nitsche ist schon sehr lange unterwegs. Nein, Herr Nitsche war schon vor uns gewesen. Aber Geschäftsordnungsanträge sind in der Reihenfolge abzuarbeiten. Und insoweit erstmal Herr Nitsche und dann kommen wir zur Frau Wagner und dann Herr Lichtin. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich hätte mich sehr gefreut, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dies punktweise abzustimmen. Ich möchte das auch begründen. Es gibt sehr große Aufgaben, vor denen die Stadtverwaltung steht. Und der Herr Oberbürgermeister hat es gesagt, er würde diese Positionen, die diese Aufgaben zu bewältigen haben, gern mit Personen besetzen, denen er vertraut, denen auch die große Mehrheit im Rat vertraut. Leider ist es uns nicht gelungen, oder anders gesagt, leider ist es einigen und leider der Mehrheit in diesem Stadtrat gelungen, die Besetzung dieser Position mit Personen, denen sowohl der Oberbürgermeister als auch, nehme ich mal an, die Mehrheit im Stadtrat vertraut, nicht durchzuführen. Die gleiche Mehrheit, die im August für eine Vertagung der Besetzung der Bürgermeisterämter gestimmt hat, hat heute wieder für eine Vertagung der Besetzung der Bürgermeisterämter gestimmt. Auch wenn es uns gelungen wäre, wenigstens nur zwei oder drei dieser Ämter zu besetzen, wäre, nehme ich an, der Stadtverwaltung doch sehr stark geholfen gewesen und es wäre allen Dresdnern geholfen gewesen. Leider wollten sie das nicht. Das ist schade. Ich habe dagegen gestimmt, weil ich es gewollt hätte, weil wir es gewollt hätten. So, als nächste Wortmeldung, Frau Wagner. Ja, also mir ist es jetzt doch persönlich nochmal ein Bedürfnis, eine kleine Fußnote zu den völlig richtigen Bemerkungen meines Fraktionsvorsitzenden zu machen, dahingehend, dass ich einfach wirklich mal sagen möchte, dass es sehr, sehr misslich ist, dass wir jetzt in dieser Lage stecken. Es ist sehr, sehr misslich, dass wir das heute nochmal vertagen mussten. Und ich möchte einfach auch nochmal an das anknüpfen, was Sie jetzt gerade zuletzt gesagt haben, Herr Hilbert, und Sie da auch beim Wort und in die Pflicht nehmen. Ich bitte Sie sehr herzlich darum, jetzt hier sozusagen die konstruktive Führung zu übernehmen, Fragezeichen auszuräumen und dafür zu sorgen, dass jetzt alle zurück an den Verhandlungstisch kommen und wir nächstes Mal hier eine Lösung haben und endlich wählen können. Die Hängepartie ist nicht gut für die Stadt. Wir Stadträte sind uns darüber wirklich bewusst und wir haben hart gerungen, auch in den Auszeiten, in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Das ist keine einfache Situation. Sie ist absolut, Entschuldigung, nervig und unbefriedigend für uns alle. Uns ist unsere Aufgabe, das spätestens beim nächsten Mal zu beenden. Darum bitte ich alle und ganz vorne dran, Sie, Herr Oberbürgermeister, und ich bitte das absolut als konstruktive Anregung zu verstehen. Danke. Und als weitere Geschäft und oder persönliche Erklärung, Herr Lichtin. Antrag jetzt. Oh. Ich weiß nicht, was mit der Anlage ist. Vielleicht kann man das mal klären in Zukunft.
Also, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe dem Antrag des Kollegen Krüger aus voller Überzeugung zugestimmt. Das mag den einen oder anderen verwundern, weil sonst bin ich mit Herrn Krüger eigentlich immer anderer Meinung. Aber er hat es in seiner Begründung aus meiner Sicht vollkommen richtig auf den Punkt gebracht. Es ist völlig unverantwortlich, bei dem dermaßen Chaos, den auch Sie verantwortlich angerichtet haben, hier in eine Wahl zu gehen, die einem Lottospiel gleicht. Und ich finde, das hat die Landeshauptstadt Dresden nicht verdient. Und man sollte erst in eine Wahl gehen, wenn die Mehrheiten klar sind, wenn auch die Dinge austariert worden sind. Ja, Frau Dagen, da lachen Sie. Aber genau darum geht es, wenn man verantwortliche Politik macht, dass man tatsächlich die Kräfteverhältnisse hier im Rat und mit dem Oberbürgermeister austariert. Und wenn es dazu keine Verständigung, keine Einigung gibt, ist es aus meiner Sicht unverantwortlich, sich einem Wahlgang anzuvertrauen, wo keiner weiß, was dabei hinten rauskommt. Im Übrigen möchte ich dem hochgeschätzten Kollegen Donhauser widersprechen. Ich habe der Sitzung Allgemeine Verwaltung beigewohnt, zugehört. Und Herr Donhauser hat darauf hingewiesen, dass der Oberbürgermeister die Variante 8 Bürgermeister nicht unterstützt. Er hat aber nicht, wie gerade vorgetragen, die Kandidatinnen und Kandidaten des Oberbürgermeisters, die er vor der Sitzung, wie Herr Krüger zu Recht gesagt hat, die hat er eben nicht mitgeteilt. Und von daher finde ich diesen Vertagungsantrag in voller Hinsicht gerechtfertigt. Das war ja auch nie das Thema gewesen, ist auch nie behauptet worden, sondern das habe ich ja, vor uns gesagt, die Kandidaten sind ja erst nach der entsprechenden Hauptsatzungsdiskussion überhaupt einbringbar gewesen und nicht anders. Und das ist auch von mir die ganze letzte Woche immer so kommuniziert worden, dass es gar nicht anders geht. Also insoweit ist da hier keine Falschaussage gewesen, sondern man kann das nur noch mal wieder betonen, was ich vorhin schon mal betont habe. So, damit haben wir jetzt die Erklärungen entsprechend abgearbeitet, machen in der Tagesordnung mal weiter.